Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Die Ritzkes. Wer ganz bestimmt schon einen Titel entnehmen konnte. Nein, konnten wir nicht. Nein, konnten wir nicht. Werden wir heute vermutlich das letzte Schwangerschaftsupdate drehen, bevor der Kleine auf der Welt ist, ja. Das stimmt. Das letzte war, glaube ich, in der 30. Woche oder so. Müsste 33. oder? Was? Oder 33. Ja, irgendwie so sowas. In dem Dreh. So lange ist es jetzt gar nicht her. Nee, stimmt. Der IT ist in 3 Wochen ungefähr, 20 Tagen und ein bisschen weniger als 20 Tage jetzt, ungefähr 18 Tage ist der IT und wir sind gespannt, wann der Kleine sich auf den Weg macht. Viele Fragen, wie wir euch auf dem Laufenden halten, eigentlich über Instagram, weil das Live ist. Also da können wir euch eine Live-Reaktion geben und da müsst ihr dann einfach gucken, dass ihr halt immer uns folgt und unsere Storys guckt und da werdet ihr ja eigentlich sehen, wann es losgeht. Ich werde auch dokumentieren, ich werde so gut es geht halt euch mitnehmen und wir machen das ein bisschen anders als andere, weil wir finden es mal sehr schade, wenn, also es ist jeder wie er will, ne? Jeder wie er will. Natürlich, jeder ist ja anders. Aber wir finden es immer sehr schade, wenn so viel über die Schwangerschaft dokumentiert wird. Und dann auf einmal nichts mehr. Ja, genau. Das ist halt total, das finde ich auch total skurril. Darum, wo es denn geht. Ja, genau. Worauf alle warten. Genau, vorher wird ja halt total heiß gemacht. Das ist halt auch, wenn ich so, habe ich auch Celine gesagt. Und dann halt so an dem Tag dann so gar nichts mehr. Ja. Also nur so ein bisschen so anteasern und dann halt irgendwie lässt man dann irgendwie seine Fans irgendwie dann im Regen stehen. Das finde ich halt irgendwie schade, weil viele Influencer machen es aber auch super. Schwangerschaftsupdate beginnt jetzt. Ja. Viel Spaß beim Video und jetzt. Tada! Ja, ist alles perfekt. Okay. Alles schön. Ja, genau. Das ist hier die Baby-Ecke. Und da haben wir jetzt endlich. Ah, das ist, die Batterien sind leer, stimmt. Wir sind wirklich leer gegangen. Ach, da oben. Ja. Faustin hat da oben. Kannst du ja. Mann, du Fliege, zerstörst das. Wie ich erschrocken hast. Ich habe mich total erschrocken, weil ich hab das eben gerade nicht verstanden. Nein, das ist halt ein Spieltrapez. Ne? Das ist natürlich jetzt für Neugeborene noch nicht so interessant. Aber ich wollte es unbedingt haben, weil das ist ja in 2-3 Monaten, denke ich, wird er damit dann schön spielen. Dann ist hier halt der Windelmüreimer. Den haben wir jetzt halt auch richtig aufgebaut. Der ist jetzt auch einsatzbereit. Losgehen kann. Dahinter ist die Babybadewanne. Die brauche ich jetzt nicht vorholen. Nee. Weil die habe ich ja so schön hintergemacht. Genau, das ist halt der Wickeltisch. Hier ist Wickelunterlage, Babytücher und so Penatencreme. Das sind jetzt einfach nur so ein paar Kleinigkeiten. So. Ne? Dann ist hier so ein Feuchttücher-Ding. Da hinten sind Windeln. Hier sind auch nochmal Feuchttücher. Und hier sind alle Windeln. Diesen Schrank hat Mama gestern angebracht. Mit Hilfe. Wo ich mit dem Frauenarzt war. Und ich wollte es unbedingt haben. Und er ist so fest, ich reiß die Wand raus, wenn ich das so ziehen würde. Weiß, Escapade. Ja. Was völliger Schwachsinn ist. Dass es auf den Kopf fallen könnte. Also. Ja, aber es ist ganz ehrlich, jetzt ist ja auch irgendwann mal gut. Kette. So, dann haben Mama und ich gestern noch hier die Bilder rangebracht und viele haben mir geschrieben, oh, mein innerer Monk mit dem weißen Bilderrahmen. Ich glaube, das haben einige nicht gesehen. Da ist ein weißer und da ist ein weißer. Und das fanden wir irgendwie ganz süß, wenn das mal so ein bisschen Abwechslung halt hat. Ja, das ist ein bisschen Bericht. Ja, genau. So, hier ist das Todesbett. Ja, du musst aber ganz klar. Das Kind ist tot, die Kinderhölle, die Babyhölle ist hier. Also, was Scheiße. Also, musst du mal ganz kurz erklären. Ja, da haben ganz viele geschrieben, dass die Luftzirkulation dazu führt, dass mein kleiner Mann sterben wird. Genau wie mein Fernseher in meinem Raum. Ich will gar nichts dazu sagen. Ja, weil es ist totaler Schwachsinn. Und ja, hier ist eine Babydecke. Mit die stellt man dann halt dahin, wo man sie gerade braucht. Aber da steht sie jetzt gerade ganz gut. Hier sind die süßen Ultraschallbilder. Nee, die sind super niedlich. Aber also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob man da irgendwas machen muss oder machen kann, dass sie nicht verblassen oder so. Das haben mir irgendwie manche gesagt. Also nicht einlaminieren, weil das ist heiß, dann werden die einfach nur schwarz. Aber irgendwas kann man damit machen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, dass die halt für immer halten. So, da gibt's noch eine Sache. Ja, warte, ich schieb sie dahin. Ihr könnt euch das bestimmt schon denken. Hab ich die Bremse meine Fälle. Ist es jetzt gerade passiert? Schön noch hin, mein Gott. Das hast du nicht gerade gemacht.
Du hast nicht gerade die Gardinenstange aus der Wand gerissen. Das war doch letztens schon so locker. Oh mein Gott. Okay, ich muss mal ganz kurz die Kamera ausmachen. wir konnten es reparieren. Also ich habe schon mal passiert. Ja, ich habe die Dübel jetzt wieder reingedrückt. Also war alles, ist alles wieder tutti. Keine Ahnung, Celine ist hier hängen geblieben. Ja, noch gerissen. Und hat ganz doll gerissen. Es ist klar, dass das dann passiert. Ja. Tada! Der Kinderwagen, genau. Ganz viele haben gefragt, was für einen Kinderwagen ich habe und auch richtig krank teilweise habe ich bekommen. Zeig doch mal den Kinderwagen, blöde Fatze. Und dann sag ich mir so, ja, okay. Echt jetzt? Du bist diese, ja. Oh so, was machst denn du so ein Geheimnis da draus? Brauchst du Aufmerksamkeit? So voll krank. Und ich denke mir nur so, es hat schon seinen guten Grund, warum ich den euch später zeigen wollte, weil ich auch einen Code für euch habe. Aber das kriegt ihr, den Code kriegt ihr nur auf Instagram, dann müsst ihr mir auf Instagram folgen. Das sieht so klasse aus. Genau, das ist der. Und ich hatte ja eigentlich einen anderen Mal, hatte ich doch mal, aber den fand ich dann irgendwann auch zu klein und habe mir dann gedacht, ich brauche irgendwie was Größeres für meine Größe, weil das hier ist noch, kann ich noch nach oben machen. Das ist dann auch, das ist sogar fast meinem Freund zu hoch. Wir haben das getestet, als er letztens hier war. Und das ist super. Also das ist total toll. Die kannst du auch reinmachen. Also ich stelle den auf Instagram, wie gesagt, nochmal richtig komplett vor. Jetzt mal so spontan gefragt, was gefällt dir am meisten so? Das kann man so nicht sagen, weil es so was so Eyecatcher-mäßig für dich. Zusammen. Man sagt jetzt. Das gibt es bei mir nicht, wirklich nicht. Also ich finde das halt zum Beispiel. Das ist halt ein Bild. Das für mich, dass das halt irgendwie, das harmoniert halt alles zusammen, weil wir uns ja dabei was gedacht haben. Also auch farblich. Guck mal, hier diese Farben, die dann zusammen harmonieren. Mhm. Und auch mit dem Bilderrahmen, da haben wir uns ja auch Gedanken gemacht, dass wir dann halt hier irgendwie da schwarz, da weiß und das hier auch wieder so spiegelt. So, also wir stehen schon bereit. Die zeigen also erstmal den Bauch. Nein, wir zeigen ihn gleich richtig. Ich wollte erst messen. Okay. Wir messen erst und dann gucken, dann präsentieren wir das Bäuchlein. Dann präsentieren wir das Bäuchlein. Ich habe gerade geguckt, 96 cm hatten wir. Und jetzt haben wir 1,02 Meter. Nein. Ja. Okay, das ist riesig. Das ist wirklich groß. Das ist krass. Babyspeck ist ja. Du hast einen kleinen Schwangerschaftsbauch. Der ist riesig. Hallo, der ist ein Meter. Das ist krass. 1 Meter, ja. Okay. 1 Meter. Heftig. Plus, minus 1 Meter, sagen wir mal. Jetzt zum Ende der Schwangerschaft. Das ist wirklich jetzt so. Wahnsinn. Mhm. Klar. Man kann jetzt einen Wettstreit draus machen. Ich habe so 1,10 Meter oder 1,08 Meter, aber... Das ist doch individuell, jeder Körper ist doch anders. Naja, ganz also ehrlich, jede Schwangerschaft ist anders. Darf teilweise... Das ist aber, wenn man... Also krieg ich schon Angstzustände. Ach, das kennen wir doch alle schon. Wunder, wunderschöner Babybauch. Ein wirklich eine süße Kugel. Mega niedlich. Und der liegt ja total komisch gerade drin. Stimmt, weil jetzt hier... Ja. Er ist hier jetzt, war, kann das sein? Nein, aber ich krieg gerade eine Wehe. So. Oh nein, das ist auch noch. Oh nein. Ja, deswegen. Ja, bitte, ganz hart. Und schief. Und schief und überhaupt. Bei den Übungswehen, weil sich die Gebärmutter zusammenzieht und das ist klar, sein Muskel dann. Und die Narbe, die wird irgendwann hell. Ach so, genau. Da würde ich mir jetzt auch. Weil du unser letztes Mal meintest, ach Mann und so, und dann meinte ich dazu, die wird irgendwann verblassen. Ja, das ist jetzt nur, weil sie auf Spannung steht. Völlig. Erzähl mal, hast du Schwangerschaftsstreifen bekommen? Ja, am Arsch ganz doll. Das habe ich ja letztes Mal schon gezeigt. Ich kann hier jetzt nochmal zeigen. Also, das ist auf jeden Fall stärker geworden. Kannst du ja so zeigen. Ja, aber auch noch total dezent. Und die werden alle heller. Die sind jetzt natürlich rot. Also und ich habe genau, und ich habe die ja auch am Po. Ja. Und das wusste man. Hat sie euch auch so meinem vorherigen Schwangerschaftsabbruch. Und das sieht man gar nicht. Und die stören so 0,0. Also sind wirklich so. Tun ja nicht weh. Nein, und die gehören einfach dazu. Aber und am Bauch habe ich noch wirklich nichts. Und die Narbe, also die Piercing-Narbe wird auch noch hell. Und da habe ich ein paar Schwangerschaftsstreifen. So 1, 2, 3 Zähne lang. Nein. Nein, okay. Wegen meinen Haaren. Okay, also auch. Also wurde auch alles verblasen. Aber das sind ja keine richtigen Schwangerschaftsstreifen, das sind eher Streifen von der Narbe. Ja. Ja, Kindsbewegungen sind sehr stark. Schluck auf viermal täglich, dreimal täglich. Hier ist jetzt gerade Füßchen. Also, wie gesagt, bewegt sich extrem doll. Oh nein, oh mein Gott. Manchmal tritt er mir gegen die Blase. Das ist so ein Ziehen. Also, es ist so ein Ziehner Schmerz, ja. Hallo?
Und er ist ja auch jetzt groß, schwer und wer möchte da schon einen Kick in die Blase bekommen? Genau, Senkwehen habe ich oft, Übungswehen habe ich auch sehr oft, sind auch relativ stark. Musste auch schon ein paar Mal in die Wanne gehen, damit es aufhört, weil es wirklich nicht mehr aushaltbar war. Dann wurde es halt auch besser, also es waren halt keine echten Wehen logischerweise. Und ja, also es auf jeden Fall geht es ja langsam jetzt dem Ende zu. Ich bin jetzt in der 38. Schwangerschaftswoche, sprich ich bin jetzt 37, warte mal, ich bin 37,4, bald 38. Und dann nur noch 2 Wochen. Ja, und ich bin kein Frühchen, Quatsch, das Baby ist kein Frühchen mehr, es ist fertig entwickelt. Das Einzige, was jetzt noch geschieht, ist, dass er sich putzt. Und ein bisschen Babyspeck zulegt. Babyspeck zulegt, genau. Deswegen wächst der Bauch gerade über Nacht immer sehr viel. Also ist jetzt in der letzten Woche ist er sehr viel gewachsen. Also man sieht es halt auch wirklich so. Man sieht es halt wirklich, dass der Bauch irgendwie Tag für Tag so immer praller wird. Das ist echt niedlich. Genau, er ist halt so hart. Voll krass, aber also ich kann so. Man sieht es halt auch richtig, ist wirklich so richtig so. Also man sieht, ja guck mal, so richtig wie so ein Ballon, ey. Wahnsinn. Aber das war gar nicht. Oh nein, das war gar nicht doll. Das ist ja nicht doll. Aber er wundert sich, dann sein Finger weg. Mein Bauch. Aber ein ganz, ganz, ganz toller Bauch. Ja. Sieht echt schön aus. Oh scheiße, ich weiß nicht. Also ich glaube, das war beim letzten Mal, waren das 64. Die sind super vorbereitet. 65, ja, 63. Ich glaube 63 waren. Ja, 63, 64. Ich kann mich auch so dunkel erinnern. Ja. Oh Gott. Warte, bleib stehen. Warte, der Schatlo. Nochmal. Finger weg. Alles völlig entspannt. Wow. Normal, du bist hochschwanger. Ich weiß, das ist aber krass, weil beim Frauenarzt waren es 66 letztens, aber ist auch schon eine Woche her. Alles voll entspannt. Und ich war schon Pupu. Wie gesagt, also ich habe auch insgesamt 18 Kilo zugenommen. Ja, bei mir sind es jetzt 17. Na, siehst du. Auch. Guck mal, wie schlank du bist. Du bist so schlank. Das ist alles Baby und Wasser. Ja. Und Po. Und Po. Ja. Und der jetzt kommt jetzt auch. Ja. Okay. Und ganz viel Baby. Ja. Aber voll krass, das Baby verliert ja am Anfang wieder Geburtsgewicht. 10% sollten die verlieren die ungefähr. Hat mir meine Hebamme erklärt. Und die verlieren 10% und dann erst nehmen sie wieder zu durch Stillen. Voll krass eigentlich, dass sie am Anfang verlieren. Und dann wird der Beobachter, dass sie nicht zu viel verlieren. So. Schon spannend. Ja. Aber 10% glaube ich waren das. Könnt ihr mich korrigieren, wenn ich gerade was Falsches sage, aber das müssten 10% gewesen sein. Voll süß, denn wenn er schon so zierlich und dünn ist, dann wird er noch dünner. Ja, es ist alles schwerer, es ist alles mit permanenten Schmerzen verbunden. Also das komplette Existieren gerade. Es ist wirklich krass. Also egal, ob ich stehe, sitze, liege, atme, laufe, es tut alles weh. Es tut einfach alles weh und ich bin einfach froh, wenn es vorbei ist. Und ich bin auch froh, wenn ich meine eigene Figur wieder habe. Viele sagen, du wirst dein Babybauch bestimmt vermissen. Ja, aber eher nein. Ich bin einfach froh, wenn ich wieder schön sexy Klamotten tragen kann, enge Jeans mit meinem eigentlichen Bauch. Am Anfang ist es so, also wo ich schwanger war, man hat es halt irgendwie total genossen und man fand es total geil. Ja, wo man keine Schmerzen hatte. Ja, genau, man fand es halt einfach total toll, neue Sachen zu kaufen und ich wollte dann auch unbedingt eine Schwangerschaftshose dann so im 4., 5. Monat holen, weil ich es einfach total spannend fand, die Zeit. Und nachher zum Ende hin, ich weiß, was du meinst, nachher will man einfach seinen Körper wieder haben. Das ist irgendwie, weil man dann... Ich fühle mich so beengt. Aber das macht dann... Halt, das sind die Hormone. Ja, das genau, weil der Körper möchte dann halt einfach auch dir auch da weiterhelfen, weißt du, dass du dich halt auf die Geburt halt auch freust und so. Und dass man dann, also wie gesagt, ich kann da total mitfühlen. Und ich laufe überall gegen. Total. Sie vergisst ihr Bauch ständig und stößt sich ständig. Oder mit meinem Arm laufe ich überall gegen und so. Also, das ist aber so normal sein, man soll irgendwie so, wenn man so neben, also so total neben der Spur, ja, so ein bisschen so, als ob
Ja, so ein bisschen schusselig. Ja, genau. Zeit, das ja. steht auch in meiner App, das ist total lustig. Ja, also aktuell ist er 49 cm oder 50 cm und wiegen knapp über 3 Kilo. Ja. Sein Geburtsgewicht wurde ja ungefähr auf 3,2 geschätzt und Länge weiß ich nicht. Bei Länge weiß ich noch nicht. Das kommt, denke ich, jetzt erst demnächst, wenn ich beim Frauenarzt bin, weil da kann sie das ja besser sagen, weil in den 3 Wochen kann sie ja nochmal an Gewicht vor allem viel verändern. Also du warst ja 3 Wochen. Aber sie ist lang und schlank, sorry. Dann macht nichts. Du warst auch riesig. Du warst ja 3 Wochen zu früh. Ja. Und warst 50 Zentimeter. Ja. Und 3400. Und das halt. Zu früh, ja. Und das 3 Wochen zu früh. Also war ich schon geputzt? Du warst noch nicht geputzt. Du warst noch voller Käseschmiere. Aber sowas von. Also es, oh, ja. Krass, dann wäre ich richtig fett geworden. Genau, dann hat sich noch eine Sache geändert und zwar habe ich am letzten Video ziemlich hart gegen einen Geburtsvorbereitungskurs gehatet, sage ich jetzt mal. Ich habe ja wirklich gesagt so, boah, ich mache die Scheiße nicht, brauche ich nicht, haben mir so viele, weil so viele geschrieben haben, dass sie es nicht gemacht haben. So, dazu, und das kann auch passieren, gebe ich zu, war ich ein bisschen voreingenommen, ich habe meine Meinung dazu geändert. Und zwar habe ich eine Hebamme und die hat darauf geschworen, sie meinte, sei mir nicht böse, aber deine Einstellung dazu gefällt mir nicht so gut, weil ich weiß, dass es halt, du bist eine junge Mutter, du hast damit keine Erfahrung und du wirst überfordert sein, was das Atmen angeht und die Hebammen haben nicht immer Zeit und du wirst auch nicht sofort ins Krankenhaus fahren, sondern kannst auch noch 2-3 Stunden zu Hause sein, weil ich soll nicht sofort losfahren, außer es besteht ein Blasensprung, weil man sonst wieder nach Hause geschickt wird manchmal. Und wenn es noch heißt, die Wehen sind noch nicht stark genug, deswegen wird man manchmal wieder nach Hause geschickt und sie meinte, dass wenn ich weiß, wie ich das zu veratmen habe, mit meinem Freund zusammen, also wir machen das zusammen, einen Einzelkurs, dann das ist Gold wert, meinte sie. Damit kann man eine Wehe total gut überbrücken und kann das alles sehr angenehm gestalten, weil sie meinte, die Erstgeburt, also die Geburt beim ersten Kind dauert so rund 10 bis 16 Stunden. Vom Wassergeburt bin ich auf jeden Fall ein bisschen weg. Ich werde fragen, ob ich eine Wanne bekommen könnte für die Wehen. Das kann man fragen. So ätherische Bäder stand da in der Broschüre für mein Krankenhaus. Aber vom Wassergeburt bin ich ein bisschen weggekommen, weil ich irgendwie denke, doch mich im Bett wohler fühlen würde. Aber das, wie gesagt, das ist krass, das ändert sich. Aber das sind vielleicht auch nochmal die Hormone jetzt nochmal. Also wie gesagt, ich wollte am Anfang in die Wanne, bin dann rein und habe dann sofort Kreislaufprobleme bekommen und wollte dann sofort raus. Ja. Aber wie gesagt, wie du schon sagtest, da ist jeder komplett anders und das muss man dann halt in der Situation dann halt für sich herausfinden. Dann habe ich gestern noch eine Tetanusimpfung bekommen. Die hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen. Gestern, heute geht es zum Glück. Ich habe auch keine Nebenwirkungen gehabt bis jetzt. Die kommt eigentlich immer so am nächsten Tag sonst, aber das war alles okay. Nur mein Arm ist halt, der Muskelkater ist halt, weil das in den Muskel gespritzt wurde. Da gehen die Meinungen auch auseinander. Viele fragen jetzt, oh mein Gott, impfen in der Schwangerschaft. Aber es ist so, dass ich, also Tetanus kann man impfen in der Schwangerschaft, das machen viele. Meine Tetanusimpfung war schon über 10 Jahre her. Und deswegen haben wir das aufgefrischt, weil sie meinte, bei Geburtsverletzung oder Notkaiserschnitt ist das ganz gut, das noch mit drin zu haben. Und fürs Baby irgendwie. Wenn man stillt, das ist auch nochmal ganz gut. Wie gesagt, also, bei Impfung geht die Meinung sehr weit auseinander, aber wir erzählen euch alles und über Instagram halte ich euch ja auch mal auf dem Laufenden und das wäre ja dumm, wenn ich auf Instagram euch das erzähle, aber hier nicht, deswegen. Ja. Und mein Rücken bringt mich richtig um. Vor allem mein oberer. Ich bin eigentlich nur noch ein Klumpen oder so. Oh, Rücken, ey. Ja. Ich hatte einen Hexenschuss. Mhm. Ich glaube, da war ich in... Das muss ich raten, aber ich glaube so 7. Monat oder so oder Anfang 8. irgendwie so. Da hatte ich auch einen Hexenschuss bekommen und das war auch, das war die Hölle. Ja. Also das war wirklich echt, da bin ich dann noch zum Arzt gefahren. Ja. Und die Busse waren halt früher immer so, die Stufen waren einfach viel, viel höher. Dann kam ich ja nicht richtig runter und hat das total lange gedauert. Hat mir noch eine Frau runtergeholfen. Dann bin ich dann ganz langsam dann irgendwie zum Arzt. Anstatt, dass sie sich fahren lässt? Nee, ich bin dann, was das anbetrifft, dann, das schaffe ich schon, das mache ich. Ja, alles klar. Und dann kam ich da halt irgendwie an und dann kam ich die Treppen nicht nach oben. Dann sind die runtergekommen. Sind die runtergekommen und haben mich dann zu zweit dann irgendwie dann, ach keine Ahnung, habe ich mich auf so einen Stuhl gesetzt und habe mich dann so... Oh Gott, aber der Arzt konnte nichts machen. Du warst schon zu groß und aber ich war beim Arzt. Das war
von allein ging es dann wieder weg, aber es war auch, das war scheiße. Zum Glück hattest du das nicht. Nee, ja. Wie gesagt, ja gut, eigentlich kommt es jetzt nicht mehr. Genau, ich bin aktuell im 10. Monat schwanger, man ist ja wie gesagt 10 Monate schwanger, nicht 9. Ich bin jetzt im 10. Monat schon seit 2 Wochen oder so. Ja, also Endspurt ist Endspurt. Ja, also 40 Wochen geht eine Schwangerschaft. Wir warten jetzt, 40 Wochen sind 10 Monate, deswegen. Ich warte jetzt eigentlich wirklich nur noch auf den Moment, dass es platsch machen oder so und dann, hallo. Ja, hoffentlich nicht ins neue Bettchen. Ja, da haben wir gesagt, so eine Unterlage, aber ja. Knistert. Jetzt haben wir, jetzt haben wir euch nochmal ein paar Sachen erzählt und wir haben auch einen Gipsabdruck gemacht. Das Video können wir euch ja mal in der Bio verlinken, da könnt ihr euch das angucken, wie das geworden ist. Weil viele haben gesagt, macht noch einen Gipsabdruck, den haben wir natürlich auch gemacht. Das war so anstrengend. Das war wirklich anstrengend. Ja. Und ja, wir werden jetzt dieses Video beenden. Wenn euch das letzte Schwangerschaftsupdate gefallen hat, dann zeigt uns das unbedingt mit einem dicken Daumen nach oben. Mit einem sehr, sehr dicken Daumen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wann der Kleine sich auf den Weg macht. Und ja, wir haben euch ganz doll lieb. Mega, mega lieb. Und von dieser Stelle von uns jetzt ein. Kiau. Oh. Yeah.